Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung rund um Quanten und Politik. Und wir haben, also ich habe mir bei der Veranstaltung überlegt, gerne was beleuchten zu wollen, was gar nicht so oft Fokus von Politik ist, jenseits von Forschungspolitik, aber voraussichtlich in naher Zukunft einen Einfluss auf unser aller Leben haben wird. Also ich bin Informatikerin, bin jetzt seit 2022 Landtagsabgeordnete in NRW. Und als ich studiert habe, war Quantencomputing immer so das, was um die Ecke ist und was fundamental verändern wird, wie wir Dinge berechnen, also wie schnell wir Dinge berechnen können, nicht unbedingt, was wir berechnen können. Aber es ist eine informatische Feinheit. Und dann bin ich sozusagen 2022 von der Uni und aus meinem Job Software für Behördenkunden zu in den Landtag gekommen und habe festgestellt, dass wir beispielsweise über die Folgen von Quantencomputing für IT-Sicherheit eigentlich viel zu wenig sprechen. Und dass wir auch über die Folgen der Technologie für Gesellschaft viel zu wenig sprechen. Und das Ziel der Veranstaltung ist es für alle Interessierten, auch diejenigen, die vielleicht früher noch nie was von Quanten und Quantentechnologie gehört haben, einen kurzen Einblick zu geben. Leider stehe ich aufgrund des Streiks noch am Bahnhof und ich hoffe, ich bin trotzdem gut zu verstehen. Wer ist heute hier? Also wir haben drei Gäste. Das eine ist Magister Dr. Beatrix Hiesmeier von Universität Wien. Das zweite ist Professor Dr. Peter Schwabe vom Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre in Bochum. Und das dritte ist Tobias Bacherle aus der Grünen Bundestagsfraktion und aus Baden-Württemberg, die ja auch sehr viel Unternehmen und Forschung und Know-how zum Thema Quantencomputing in Baden-Württemberg haben. Ziel der Veranstaltung ist, wie gesagt, einen kleinen Einblick zu geben. Sollte es Fragen geben, stellt sie wie immer gerne in den Chat. Wir beginnen mit einem ganz kurzen Input, was Quanten sind und wo kommen sie zur Anwendung. Und das wird Frau Hiesmeier übernehmen. Frau Hiesmeier, möchten Sie gerne noch mal kurz etwas zu sich selbst sagen? Also was genau Ihr Forschungsgebiet ist an der Universität Wien? Und dann können Sie auch gerne direkt in den Vortrag starten. Die Bildschirmfreigabe haben wir eben einmal getestet. Okay, vielen Dank. Ja, willkommen an alle. Ja, ich arbeite an der Uni Wien. Ich forsche und lehre hier und mein Hauptgebiet ist die Quantentheorie. Ich bin auch, was wichtig für Sie ist, Theoretikerin. Das heißt, hauptsächlich arbeite ich mit Papier und Bleistift. Okay, ich verwende auch den klassischen Computer natürlich. Aber ich spreche auch mit Experimentalphysikern und schlage oft Experimente vor, die dann umgesetzt werden oder eben auch nicht von dem Ganzen. Das Thema Quantenphysik ist natürlich riesig. Mir war nicht ganz klar, wie ich in dieser kurzen Zeit, was ich da genau machen wollte, aber vielleicht ganz wichtig ist, dass ich in der Grundlagenforschung bin. Das heißt, per se forsche ich aus reiner Neugier. Ich frage nicht sofort, was man damit anwenden kann. Aber natürlich, wie schon in der Einleitung gesagt wurde, kommen jetzt neue Entwicklungen auf uns zu. Und dazu würde ich jetzt einmal meine Folien aufmachen. Sehen Sie jetzt einmal eine Folie. Das heißt, um ein bisschen einen Überblick zu geben, könnte man zum Beispiel die Industriezeitalter, da haben wir ja 1.0, da haben wir entdeckt, wie wir den Dampf verwenden können, dass er für Maschinen arbeitet. Dann haben wir die Massenproduktion bekommen, dann haben wir die Automatisierung bekommen, Computer und so weiter. Und jetzt sind wir in einem sehr spannenden Zeitalter auch, wo wir auch Internet of Things zum Beispiel haben. Ganz stark, aber auch natürlich, wie wir alle wissen, kommt die KI auf uns zu und das ist natürlich vieles, wird sich hier auf alle Fälle verändern. Auf der anderen Seite sprechen wir bei der Quantenphysik, dass wir jetzt in der 2.0, in der zweiten Quantenrevolution sind. Was war die erste Revolution? Naja, wie Sie vielleicht wissen, wir mussten diese Quantengesetze erfinden. Keiner wollte sie. Alle Nobelpreisträger sind einfach super unglücklich, die sich damit beschäftigt haben, wie Schrödinger, Heisenberg, Bohr und so weiter, weil sie eben zeigt, dass die Natur ganz anders ist, als wir glauben oder wie wir sie gewöhnt sind aus dem Alltag. Es gibt eben Teilchen, die gleichzeitig durch zwei Türen gehen können, wenn wir es mal so formulieren wollen. Etwas, was wir in der klassischen Welt sicher nicht sehen können. Sie müssen sich entscheiden, durch welche Tür sie gehen von dem Ganzen. Und das ist die erste Revolution, dass wir einfach gestaunt haben drüber, was wir haben.
Und wir haben sehr viele Experimente eigentlich nur entwickelt, um diese Quantentheorie zu falsifizieren. Wir sind kläglich dran gescheitert. Und deswegen haben wir sozusagen jetzt den zweiten Schritt unternommen. Okay, es gibt diese merkwürdigen Quantengesetze. Wie können wir die für uns nützen? Und das ist, was wir gerade sehen. Eines ist der Quantencomputer. So große Firmen wie IBM, Google, D-Wave und viele mehr haben sich jetzt auch darauf gestürzt und bauen schon reale Quantencomputer. IBM stellt es zum Beispiel zur Verfügung über eine Cloud, wo jeder kann sich mit einer E-Mail-Adresse anmelden und selber einen Quantencomputer über die Cloud ansteuern und Dinge ausprobieren damit. Und die zweite große Anwendung, die schon umgesetzt wurde, ist die Quantenkryptographie. Von dem her, man kann sagen, die Quantencomputer gefährden unsere normale, worauf ich gleich eingehen werde, kryptografischen Protokolle, die wir haben. Aber die Quantenkryptographie gibt eine andere Möglichkeit, auch so einen sicheren Schlüssel zu generieren. Das war teilweise auch Entwicklungen, die hier in Europa passiert sind. Aber große Umsetzungen sind in China erfolgt. China hat in weniger als 6 Jahren geschafft, so einen Satelliten zum Beispiel zu bauen, der verschränkte Photonen runtersendet auf die Erde, mit dem man so einen Schlüssel machen kann. Oder eine lokale Connection hat sie von Peking nach Shanghai. Das sind über 2000 Kilometer von dem Ganzen. Natürlich wird hier in Europa auch an solchen Sachen gebastelt. Und die meisten dieser Entwicklungen haben eigentlich in Europa auch gestartet. Warum ist, ja, und dann gibt es natürlich auch viele Sachen, die nebenbei laufen, die nicht so einen Hype haben, die natürlich nicht so bekannt. Natürlich versuchen wir auch andere Möglichkeiten zu finden. Ich arbeite zum Beispiel, sieht man hier das mein Gehirn, eine Aufnahme mit einem PET, einem Positronen-Emissionstomographen. Und ich versuche, Methoden zu finden, wie man die Quanteninformation aus diesen biologischen Systemen, wie zum Beispiel im Gehirn, rausholen könnte, um damit zum Beispiel Krebs zu detektieren von diesen Sachen. Warum ist das wichtig für Sie, für mich, für alle anderen, aber auch auf der Straße? Weil eben zum Beispiel unsere klassische Kryptographie dadurch gefährdet wird, wenn es funktionsfähige, gute Quantencomputer gibt. Typischerweise ist die klassische Kryptographie so aufgebaut, dass sie ein mathematisches Problem haben, das in einer Richtung schwierig ist, aber in der anderen Richtung leicht. Das heißt, eine große Zahl, wie hier zum Beispiel hingeschrieben, die zu zerlegen in ihre Primzahlen, ist ein sehr schwieriges Problem. Umgekehrt haben sie die Primzahlen gegeben, sie miteinander multiplizieren, können wir alle seit der Volksschule machen. Und das Problem, das sich jetzt stellt, aus der Sicht ist, dass mit einem klassischen Computer dauert es sehr, sehr lange, um sowas rauszufinden. Das heißt, typischerweise ist Ihre Bankomatkarte so gesichert, wenn niemand sonst den Code kennt, das ist so ein Teil von diesen Primzahlen, dann ist es sehr schwierig, aber nicht im Prinzip unmöglich, es rauszufinden. Und sicher ist Ihre Bankomatkarte, weil sie einfach viel zu lange dauert, um Ihren Code rauszufinden. Im Prinzip kann man ihn rausfinden, aber es dauert halt viel, viel zu lange. Und mit einem Quantencomputer sind Abschätzungen natürlich immer abhängig davon, wie gut die Quantencomputer sind, wie groß diese Zahl ist und so weiter. Also diese Zahlen bitte mit Vorsicht zu genießen. Aber typischerweise wären das in wenigen Stunden, ja, dass man das machen kann. Das heißt, Ihre Bankomatkarte wäre nur für wenige Stunden sicher. Das ist natürlich absolut nicht praktikabel. Und insgesamt sind das halt sehr viele Sachen oder Szenarien, die man sich da ausdenken kann. Zum Beispiel die NSA, damals, wo ich diese Folien gemacht habe, war da gerade der Abhörskandal mit der Merkel. Sie wissen es sicher noch, aber Sie können mittlerweile da einsetzen, was Sie wollen. Nehmen wir an, die haben einen Quantencomputer, halten das geheim. All diese Sachen, und Sie können garantiert gleich viel mehr ergänzen, können damit gelesen werden. Gut, jedenfalls all diese Sachen hier können damit gelesen werden. So, jetzt funktioniert der Präsentationsmodus. Ah ja. Und das ist natürlich auch ein prinzipielles Problem, das sich jetzt schon stellt. Selbst wenn wir annehmen, dass es noch nicht die Quantencomputer gibt, dann kann man natürlich werden jetzt, und das wissen wir ja auch, dass unsere Daten schon gesammelt werden und sie können dann später entschlüsselt werden. Und das ist natürlich eine große Gefahr, die sich jetzt eben auch schon stellt. Und ein zweites Szenario wäre zum Beispiel, die sind ganz stolz und sie präsentieren und sie haben das, aber es ändert an der Situation nichts. Sie können all diese Sachen hier, unsere ganze sensible Infrastruktur mitlesen und dementsprechend auch hacken oder beeinflussen von dem Ganzen.
Ja, zum Quantencomputer selber ganz kurz nur, wo sind wir momentan? Möchte ich vielleicht daran erinnern, der klassische Computer gibt es ja auch noch nicht so lange. Das hier, was Sie hier sehen, ist der erste Transistor, der 1947 gebaut wurde. Definitiv ein Riesending, passt in keine Hosentasche rein. Und wie Sie wahrscheinlich wissen, der Erfolg von unseren klassischen Computern ist, dass wir diese Transistoren kleiner und kleiner gemacht haben, weil wir brauchen sehr viele, um das Ganze hier rechnen zu können. Die Grundidee vom Computer und das Rechnen ist schon viel, viel älter, aber gebaut wurde er natürlich erst im Laufe der letzten Jahre. Und da haben wir eine Wahnsinnsentwicklung durchgemacht. In erster Linie sind unsere klassischen Computer deswegen so gut, weil wir diese Transistoren kleiner und kleiner gebracht haben. Das von Mikrometer jetzt auf Nanometer. Und die Nanometer, irgendwann muss es hier auf alle Fälle eine Grenze geben, weil Nano ist schon 10 hoch minus 9 und typische Größe von einem Atom ist 10 hoch minus 10. Das heißt, kleiner als ein Atom können wir sicher keine Transistoren bauen. Und das ist das berühmte Mooresche Gesetz, von dem Sie vielleicht einmal gehört haben. Das heißt, die Transistoren und natürlich ein paar andere Entwicklungen haben wir immer kleiner, kleiner gemacht. Und das hat uns im Prinzip die Steigerung in der Anzahl der Operationen, die wir beim Rechnen brauchen und natürlich, wie viel es uns kostet, gegeben. Also diese Skala hier sehen Sie unten die Jahreszahlen und oben eine logarithmische Skala. Deswegen ist, wenn Sie eine Gerade sehen, ist das ein exponentielles Wachstum. Und das wird natürlich für die klassischen Computer jetzt in Zukunft Frau ein Hilfsmeier. Problem werden. Ja. Also definitiv können wir, also eine Motivation, warum man nach so was Neuem gehen muss, ist, dass unsere klassischen Computer definitiv ein Ende haben werden. Das Ende wurde schon immer früher vorhergesagt, dass es dann wirklich eingetreten ist. Wir haben dann immer noch machen, aber sozusagen immer nur kleiner, kleiner machen können wir nicht, weil wir irgendwann eben wirklich zur Atomgröße kommen und spätestens da gelten diese merkwürdigen Quantengesetze von dem her. Das ist sozusagen noch was. Das heißt, was ist jetzt ein Quantencomputer? Das ist natürlich eine Definitionssache. Wir haben zwei große, tolle Theorien in der Physik. Das ist einerseits die Quantentheorie, andererseits die Relativitätstheorie. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Quantentheorie wirklich eine fundamentale Theorie ist, und bis jetzt spricht sehr viel dafür, aber muss natürlich nicht so sein, dann ist natürlich alles, was uns umgibt, quantenmechanisch. Aber das natürlich verstehen wir nicht unter einem Quantencomputer. Ein Quantencomputer wäre wirklich ein System, das diese komischen Gesetze, diese Quantengesetze ausnützt, wie Superposition, dass eben Teilchen durch zwei Türen gleichzeitig gehen können, Interferenz oder eben auch diese Verschränkung, dass eben zwei Teilchen miteinander zusammenhängen, obwohl ich sie lokal auseinanderbringen kann von dem Ganzen. Ist es realisiert? Naja, es kommt immer darauf an, was Sie unter einem Computer verstehen. Wenn Sie heute Kinder fragen, würden die wahrscheinlich nicht sagen, dass ein Taschenrechner ein Computer ist. Wir waren damals sehr glücklich, als wir den Taschenrechner bekommen haben. Das heißt, das ist auch immer eine Definitionssache. Wie viel Qubits spricht man auch davon oder wie viel muss der können, um dass Sie wirklich sagen, das ist ein Computer oder etwas, was ich damit machen kann. Von dem her. Ja, das ist im Wesentlichen, was ich mal kurz als Überblick geben wollte. Vielen Dank für den kurzen Überblick. Bevor wir weitermachen und Richtung Politik gehen, vielleicht einmal die Möglichkeit, kurz Zwischenfragen zu stellen. Gibt es erstmal eine Verständnisfrage bis zu der Stelle? Ich habe mal die Physik weggelassen, die Details. Ich habe mich bemüht und keine Formeln draufgegeben. Dankeschön. Super, ich sehe erstmal keine Zwischenfragen. Dann kommen wir jetzt zu der Frage, was hat das für politische Konsequenzen, aber welche Chancen und Risiken hat denn Quantentechnologien im Allgemeinen und auch Quantencomputing im Konkreten für uns? Und weil das jetzt schon so oft gefallen ist, die Frage nach der IT-Sicherheit und nach der Verschlüsselung, bietet sich jetzt der Input von Herrn Professor Schwabe super gut an. Und da möchte ich Ihnen dann gerne auch das Wort übergeben. Ja, ganz vielen herzlichen Dank. Genau, so ein ganz kleines bisschen hat Frau Hiesmeier das jetzt schon vorweggenommen.
Aber genau, ich kann erstmal vielleicht zwei Sätze zu mir sagen. Ich bin Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut in Bochum für Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre. Mein Forschungsgebiet ist, was ich Cryptographic Engineering nenne, also das Bauen von kryptografischen Systemen vom Entwurf auch bis zur sicheren Implementierung. Mit dem Ziel von wirklich, also Systeme zu bauen, die auch wirklich in der realen Welt genutzt werden. Und eine große Herausforderung da in den letzten Jahren war, und ist auch immer noch die Umstellung der kryptografischen Infrastruktur mit Hinblick auf die Entwicklung von Quantencomputern. Und damit lassen Sie mich mal kurz auf die Folien wechseln hier. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Hier, ich kann den ganzen Screen sharen, genau. Das muss ich auch. So. Dann kann ich hier auf Control L gehen. Sehen Sie jetzt die Folien und Ja, hoffentlich das klappt. keine Balken? Super. Genau. Also die Frage, die mir für diesen Vortrag in den Mund gelegt wurde, war, werden Quantencomputer uns in Zukunft vor neue Herausforderungen stellen, was die IT-Sicherheit angeht? Die kurze Antwort ist ja, werden sie. Und um einfach mal ganz kurz zu zeigen, wovon wir sprechen, eine kleine Demo, wenn ich in meinen Browser wechsle, mache ich mal was, was wir alle jeden Tag machen. Ich gehe einfach mal auf die Webseite nrw.de und hoffe, dass die relativ schnell lädt hier. Genau. Wenn wir jetzt hier oben neben dem nrw.de mal klicken, dann steht hier, die Verbindung ist sicher. Und wenn man da draufklickt, dann ist da eine nette Erklärung dabei, die sagt, deine Daten, die Passwörter oder Kreditkartennummern sind geschützt, wenn du sie an diese Webseite setzt. Das ist jetzt sehr high level. Wenn man das genauer wissen will, was da passiert, dann kann man sich das auch anschauen. Und dann sieht man hier, dass also HTTPS verwendet wird und genauer gesagt wird hier ein Protokoll verwendet, das heißt TLS 1.2 und verwendet Algorithmen ECDHE, RSA. Das ist jetzt kein großer Zufall, dass das bei der Webseite vom Land NRW ist. Das sieht bei fast allen Webseiten ziemlich ähnlich aus und das sind genau solche Verfahren, die Frau Hiesmeier auch schon angesprochen hat, das RSA-Verfahren. Das basiert genau darauf, dass es schwer ist, große Zahlen zu faktorisieren und ECDHE basiert darauf, dass es schwer ist, sogenannte diskrete Logarithmen zu berechnen. Und was wir daher kriegen, ist, von RSA stellen wir, das sind Signaturen, damit stellen wir sicher, dass wir wirklich mit dem richtigen Webserver verbunden sind, mit dem wir glauben, verbunden zu sein, also mit dem vom Land NRW. Und das ECDHE wird verwendet, um einen Schlüssel auszutauschen, der dann danach verwendet wird, um unsere Daten, unsere Verbindungen zu verschlüsseln und sicherzustellen, dass unsere Daten auch wirklich nur beim Land NRW ankommen. Das ist sehr schön. Und diese Algorithmen, die auf Faktorisierung und auf diskreten Logarithmen basieren, die werden dann nicht nur für sicheres Websurfen verwendet, die werden nahezu überall verwendet, für Secure Messaging, für Smart Cards, an ganz vielen Stellen sichere Updates. Und das Problem, was wir haben, ist im Prinzip ein Paper, was Herr Shor in den 90er Jahren geschrieben hat, 1994. Und der Titel von dem Paper sagt schon, naja, diese Probleme, von denen wir davon ausgehen, dass sie schwer zu lösen sind, nämlich Faktorisierung und diskrete Logarithmen, die kann man eigentlich effizient lösen oder spezifischer Polynomzeit lösen, wenn man einen Quantencomputer hat. Und nun ist es so, Quantencomputer, wir haben eben das Bild gesehen von dem Quantencomputer, der bei IBM steht, beziehungsweise von dem Modell, glaube ich, was von IBM bei IBM steht. Es gibt Quantencomputer, die sind aber noch sehr, sehr klein und sehr rudimentär in der Funktionalität. Also zumindest von denen wir offiziell wissen. Das heißt, mit denen können wir im Augenblick zumindest die Verfahren noch nicht brechen. Aber es gibt genau dieses Szenario, dass große Geheimdienste zum Beispiel unsere Daten aufzeichnen. Das wissen wir, dass das geschieht bis zu einem gewissen Punkt. Und dass das dann in einigen Jahren, wenn es größere Quantencomputer, leistungsfähigere Quantencomputer gibt, dass diese Daten entschlüsselt werden können. Das ist natürlich ein großes Problem, weil wir mittlerweile in unserer digitalen Gesellschaft sehr darauf ja, basieren, dass wir sicher kommunizieren können, zum Beispiel im Internet. Glücklicherweise sind durch Quantencomputer ist nicht alles vorbei. Es gibt ein Forschungsgebiet als Teilgebiet der Kryptographie, das nennt sich Postquantenkryptographie. Und das kann man definieren als Kryptographie, die auf normalen Computern läuft. Wir brauchen da keine neue Hardware, es läuft auf einem normalen Telefon, auf einem normalen also Smartphone, auf einem normalen Laptop, auf einem normalen Server, die aber auch gegen Angriffe von Quantencomputern sicher ist. Und nun kann man sagen, naja gut, wenn es das gibt, warum verwenden wir das nicht schon lange?
Teilweise sind die Verfahren noch deutlich jünger, sind etwas weniger verstanden oder weniger gut verstanden als die Verfahren, die wir verwenden. Also sie sind weniger effizient als das, was wir heute verwenden. Und zwar teilweise, was die Rechenzeit angeht, aber insbesondere was Schlüsselgrößen oder auch Größen von Signaturen angeht. Also die Objekte, die wir irgendwie übermitteln müssen, auch im Internet oder zumindest zwischen den beiden Kommunikationspartnern. Es ist komplexer, es ist aufwendiger zu implementieren, es ist aufwendiger sicher zu implementieren. Es ist aufwendiger sicherzustellen, dass etwas sicher implementiert wurde. Sie haben teilweise subtil andere Sicherheitseigenschaften und daher ist es nicht ein ganz einfaches Drop-in-Replacement. Also wir können nicht einfach sagen, ja, ist gut, dann nehmen wir jetzt eben nicht RSA und ECDHE, sondern wir nehmen jetzt halt einfach was, das stopfen wir da rein und dann ist gut. Nun ist es aber doch so, dass mittlerweile erkannt wurde, dass wir wahrscheinlich zu solchen Verfahren hin wechseln müssen. Und das sage nicht ich, also ich sage das auch, aber das sagen mittlerweile auch Standardisierungsbehörden, das sagt das BSI zum Beispiel auch in Deutschland. Und ein Standardisierungsverfahren, was seit 2016 angefangen hat, das ist so das Größte und auch das, was am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat, ist das von dem amerikanischen National Institute of Standards and Technology, von der NIST. Und die haben das durch ein offenes Verfahren gemacht. Die haben also 2016 gesagt, wir hätten gerne Vorschläge für neue Verfahren, für Postquantenverfahren, die wir dann irgendwann standardisieren können und nutzen können, anstelle von zum Beispiel RSA. Und die Deadline für Einreichungen war im November 2017, da haben sie 69 Verfahren bekommen. Und dann haben sie dann einen ziemlich offenen Prozess gehabt, der diese ja, Feld von 69 Bewerbern quasi immer weiter verkleinert hat. In mehreren Runden haben da auch sehr die internationale Forschungscommunity mit eingebunden. Und das ist dann also durch diverse Runden gegangen. Und im Juli 2022 sind vier Verfahren ausgewählt worden, die jetzt standardisiert werden. Ich bin Co-Autor von drei davon. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich heute Abend hier eingeladen wurde, ein bisschen was zu sagen. Es gibt mittlerweile Entwürfe von den Standards und es ist erwartet, dass sie so Mitte diesen Jahres fertig sind für, also ganz grobe Schätzung. Gut, kann man sagen, ist ja wunderbar, dann sind wir ja vielleicht fertig. Lass mal schauen, wie es aussieht. Wenn ich zum Beispiel jetzt in dem Browser hier google.de aufmache, gucke mir dann an, was mein Browser mir zu der Kryptographie sagt, dann steht hier auf der rechten Seite etwas anderes. Dann steht nämlich hier, dass er unter anderem Kyber 768 verwendet. Und das ist schon eins dieser Verfahren. Also Google zusammen auch in der Kooperation mit Cloudflare, als ein Unternehmen, das im Internet sehr, sehr viel kontrolliert, sowohl Server als auch den Browser, den Chrome-Browser, ist mittlerweile implementiert. Und wenn man jetzt zu ausgewählten Webseiten sich verbindet mit dem Google Chrome-Browser, wird diese neue Postquantenkryptographie schon verwendet. Das ist alles sehr schön und gut. Und jetzt könnte man denken, naja gut, dann sind wir fertig, dann ist alles wieder gut. Es gibt tatsächlich jetzt einige Anwendungen, die da Vorreiter sind und das jetzt einsetzen. Also sicheres Web jetzt von Google und Cloudflare ist ein zum Beispiel. Es gibt einige Secure Messenger, die damit anfangen. Das sind Signal und iMessage. iMessage von Apple ist gerade letzte Woche gab es eine Nachricht, dass die jetzt auch umstellen auf Postquantenkryptographie und auch Kyber verwenden. Allerdings ist der Fokus bisher fast ausschließlich auf Vertraulichkeit. Weil es da eben dieses Szenario gibt, dass jetzt Nachrichten aufgezeichnet werden und dann in 10 Jahren, wann auch immer, entschlüsselt werden. Authentifizierung, also Postquantenauthentifizierung, ist häufig noch nicht was da irgendwie aufgegriffen wird. Das sind aber auch nur bisher sehr vereinzelte Anwendungen, die auf großen Geräten laufen, die in Software implementiert sind, wo häufig auch ein Anbieter alle Endpunkte der Kommunikation kontrolliert. Die gesamte Umstellung ist erheblich komplexer und ich gehe davon aus, dass ganz, ganz viele Unternehmen, auch ganz, ganz viele Organisationen, Regierungen noch gar nicht genau wissen, was sie da eigentlich alles umstellen wollen. Einfach ein paar Beispiele. Wir haben eben schon von Smart Cards und Bezahlprotokollen gesprochen. Dazu kommt aber auch Smart Home, Internet of Things, alle Geräte, die zu Hause mit dem Internet verbunden sind. Dazu kommt der gesamte Verkehrssektor. Dazu kommen Autos, die sichere Updates brauchen mittlerweile, die aber auch zwischen Autos kommunizieren. Flugzeuge. Ich hatte heute Morgen noch ein Meeting mit Leuten von der ESA, die diskutieren gerade auch, wie sie ja, Raumschiffe oder Satelliten, also wirklich Objekte im Weltraum irgendwie absichern. Und darüber geht noch ganz, ganz viel hinaus. Und ich denke, da kann man sagen, dass die Umstellung auf Postquantenkryptographie wahrscheinlich bisher größte praktische Herausforderung für die Kryptographie ist im modernen Zeitalter, also sagen wir im Internetzeitalter.
Genau. Das ist so das, was ich als Impuls mal mitgeben wollte und freue mich natürlich über Fragen. Vielen, vielen Dank für Ihren Impuls. Gibt es denn Fragen erstmal aus der Runde? Ich würde gern was dazu ergänzen. Also, dass Sehr wir, gerne natürlich. ja, also ich nenne das immer, vielleicht kann ich wieder scheren, wenn ich die richtige Folie das finde. Ich nenne das auch den Fluch der klassischen Kryptographie, den lösen wir mit diesem Postquantum, ist natürlich die Lösung aus dem heraus. Aber im Prinzip haben wir, wenn wir die Geschichte anschauen, Caesar hat die erste Verschlüsselung gefunden und das hat immerhin gute 800 Jahre gehalten, aber dann ist es geknackt worden und so ging es halt auch immer weiter. Das heißt, der Nachteil von diesen Postquantum-Geschichten ist, dass sie eben das Problem per se, dass man die klassische Kryptographie haben, nie lösen können. Das kann dann immer sozusagen immer jemand daherkommen, ein kluger Mensch, und dann kann das Ganze Das geknackt stimmt. werden. Also es ist aber auch so, also auch bei den Verfahren jetzt, die wir jetzt verwenden, ist es natürlich so, wenn jemand morgen früh unter der Dusche einen genialen Einfall hat, sind die Sachen gebrochen. Das ist so. Das Vertrauen, was wir in die Verfahren haben, haben wir daher, dass sehr viele kluge Leute versucht haben, die zu brechen. Die Absolut. Kryptographie als Wissenschaft, also als offene wissenschaftliche Disziplin gibt es ziemlich genauso lange, wie ich alt bin. Die erste Kryptokonferenz war, glaube ich, 4 Tage, nachdem ich geboren wurde, fing die an. Das ist also ein sehr junges Feld. Lange Zeit war die Kryptographie etwas, was weitestgehend im militärischen Bereich stattgefunden hat und sicherlich nicht über öffentlichen Austausch. Und auch in den Anfangstagen, also wenn man mit den alten Menschen in unserer Community spricht, die haben gesagt, wenn man da spannende Dinge tat, dann hat der Geheimdienst angeklopft und hat dann gesagt, das ist ja schön, was Sie da machen und jetzt hören Sie bitte auf. Das ist mittlerweile glücklicherweise nicht mehr so und es gibt einen sehr intensiven, offenen Austausch. Aber natürlich ist es wichtig, dass sich Leute Kryptanalyse anschauen und man weiß natürlich nicht, ob die Verfahren mit den Parametern, so wie wir sie heute wählen, in 100 Jahren noch sicher sind. Wir hoffen das, aber das garantieren wird das keiner. Da würde ich eigentlich nur Vielleicht kann einwenden ich da einmal. wollen, nur ein kleiner Punkt dazu, dass eben der Unterschied zwischen der klassischen Kryptographie und der Quantenkryptographie liegt daran, dass die Quantenkryptographie die Sicherheit beweist über die Grundgesetze der Quantentheorie, also den physikalischen Gesetzen, während eben die klassische Kryptographie über mathematisch schwierige Probleme sozusagen die Sicherheit Aber auch in herstellt. idealisierten Modellen. Also Absolut, ist der absolut. Angreifer sehr stark idealisiert und die Systeme, die es gibt, sind attackiert worden. Das muss man auch sagen. Absolut richtig. Ich genieße diese Diskussion sehr. Ich finde das beides sehr, sehr spannend, weil ich komme in der Informatik, habe ich immer Modellbildung beschäftigt, komme aus den formalen Methoden und da ist immer genau die Frage, was nimmt man an, auf welche Grundlagen beweist man das? Und wir haben diese Diskussion, auf welchen Grundlagen beweist man, egal ob Angriffs- oder Betriebssicherheit, immer wieder sehr intensiv geführt, weil es da zu vielen Missverständnissen auch von Sicherheitsannahmen kam. Ich möchte vielleicht noch auf, also bevor ich einmal überleite, noch eine Frage stellen, weil wir hatten die, ich war zu Besuch am MPI, bei dem Begriff Postquantenkryptographie. Ich habe festgestellt, als ich mit anderen darüber gesprochen habe, die weniger in der Technik drin sind, dass es immer wieder zu Verwirrung kommt. Und es gibt, ich weiß, es gibt in der Fachgesellschaft auch immer wieder die Diskussion um den Begriff quantensicher, ohne die Diskussion jetzt um den Fachbegriff aufmachen zu wollen. Was genau meint eben Postquantenkryptographie? Warum ist es jetzt schon wichtig? Warum ist es kein Schritt danach? Und inwieweit gibt es jetzt ganz akut eben Handlungsbedarf? Also was ist sozusagen die Zeitspanne, in der wir voraussichtlich, ich weiß, es ist alles natürlich mit Unsicherheit behaftet, auch in der öffentlichen Hand handeln müssen? Genau, also zum Thema, dem Begriff Postquanten, die Diskussion kommt so ungefähr einmal im Jahr irgendwo auf, auch in Mailinglisten, ob man es nicht vielleicht anders nennen soll. Dann kommt die Frage auf, wie grenzt man es ab zu Quantenkryptographie? Soll man Begriffe haben, die beides umschließen? Das ist dann häufig so Quantum Safe Cryptography in die Richtung. Der Begriff steht weitestgehend, das ist Kryptographie, die auf klassischen Computern läuft, die
keinerlei andere Netze braucht als die, die wir heute haben, also die über klassische Kupfer- oder Glasfaser sich übertragen lassen oder über das normale WLAN oder wie auch immer, Funknetzwerke, die aber eben sicher ist auch gegen Angreifer mit dem Quantencomputer. Das ist so das, was es bedeutet. Warum das jetzt schon dringend ist, gibt es eigentlich so zwei Dinge, die man sich da überlegen kann. Also wenn man über Vertraulichkeit redet, das haben wir jetzt, glaube ich, beide schon kurz angesprochen, man kann jetzt Nachrichten aufzeichnen und kann die dann, wenn man, sagen wir mal, wenn es die NSA immer wieder gerne angenommen als Angreifer, in 10 Jahren einen Quantencomputer hat, können sie die Nachrichten entschlüsseln. Und wenn das jetzt die Kommunikation zwischen mir und meinem Online-Banking ist, dann kann ich sagen, ist mir das relativ egal. Da gehe ich davon aus, dass die NSA andere Möglichkeiten hat, daran zu kommen. Aber wenn wir uns schon überlegen, dass jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel ein chinesischer Dissident mit Menschenrechtlern außerhalb von China kommuniziert und es der chinesische Geheimdienst hatte, der das in 10 Jahren entschlüsseln kann, dann weiß ich nicht, wie lustig man das findet. Und deswegen gibt es sicherlich mittlerweile, also auch heute schon Anwendungen, wo wir sagen, wir wollen, dass das 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre sicher ist, auch wenn es jetzt aufgezeichnet wurde. Das ist das eine Szenario. Bei Signaturen, also bei Authentifizierung, gibt es immer so das Argument, naja, das können wir ja dann machen, wenn es wirklich Quantencomputer gibt. Da kann man nicht retroaktiv irgendwas authentifizieren. Da ist mir das interessante Szenario, dass wir jetzt Geräte verkaufen, die auch zum Beispiel in 20 Jahren noch geupdatet werden müssen. Autos sind ein interessanter Fall. Es gibt jetzt den Cyber Resilience Act, das ist, glaube ich, ab 2025. Wissen Sie wahrscheinlich besser als ich. Autos, die auf der Straße sind, über die gesamte Lebensdauer sicher sein müssen, auch IT-sicher oder auch geupdatet werden müssen. Und Lebensdauer von Autos ist teilweise 50 Jahre. Das sind dann so Museumsstücke und auch die müssen noch updatebar sein. Und soweit ich weiß, verwenden einige Autohersteller ab 2025 tatsächlich diese Postquantensignaturen. Also da kann man Autos kaufen, die haben Delizium-Signaturen drin. Das ist doch die perfekte Überleitung zu dir, Tobias, wenn wir uns mal anschauen, was läuft denn so auf Bundes- beziehungsweise dann im Anschluss auch auf Landesebene zu den Themen. Vielleicht kannst du im Chat kam auch gerade noch mal der Hinweis auf die elektronische Patientenakte. Vielleicht kannst du die Chancen und Risiken, mich würde auch der Blick aus Baden-Württemberg darauf interessieren, auch einmal aufgreifen. Also, ich fange mal mit den Chancen an, weil ich glaube, man muss das schon nochmal klar machen. Die Potenziale, dass Rechenleistung nicht nur kleiner wird, sondern auch skalierbarer wird und eine Datenverarbeitung möglich wird, die bisher entweder gar nicht möglich ist oder nur mit extrem langen Zeiten und auch Energieaufwand möglich ist. Das finde ich immer noch mal wichtig hervorzuheben, dass es auch ökologische Mehrwerte haben kann. Nicht nur jetzt auf der technischen Forschungsebene, also die Frage, welche Quantentechnologie im Sinne von welche Bauart der Quantencomputer wird sich am Ende durchsetzen, wie wird man die Kühlung in Zukunft machen, braucht man überhaupt noch so eine hohe Kühlung oder kann man das Ganze auf zum Beispiel so künstlichen Diamanten rechnen. Das sind ja sehr spannende Ansätze, die sozusagen innerhalb des Quantencomputings eine ökologische Frage stellen. Aber zeitgleich ist die Möglichkeit der Rechenleistung, glaube ich, wichtig zu verstehen, um auch datenbasierte Entscheidungen treffen zu können und sie vor allem auch in kurzer Zeit treffen zu können, modellieren zu können, wie wir es heute nicht modellieren können. Und natürlich als einfachstes Beispiel kann man immer sagen, Verkehrsdaten, da können wir uns nämlich alle am einfachsten vorstellen, wie die Verkehrsdaten erzeugt werden. Und wir können uns am einfachsten vorstellen, dass damit dann Staus oder auch Baustellen einfach modelliert werden können. Das geht teilweise auch heute schon, aber es wäre eben einfach nochmal allumgreifender möglicher. Ich nehme dieses Beispiel, es passt nicht ganz immer in den Quantenbereich, aber ich nehme das Beispiel immer ganz gerne, weil man sich vorstellen kann, woher die Daten kommen und was man damit machen kann. Ich glaube, das ist mit die größte Chance und ehrlich gesagt gibt es noch eine zweite große Chance, die geopolitisch auch Risiken mit sich bringt und gleichzeitig wir auch noch lange nicht geschwätzt haben, dass dass es uns dieses Mal gelingt. Die Chance ist, dass wir unsere digitale Souveränität steigern, weil natürlich auf den klassischen Chips und Halbleitern wir extrem abhängig sind von Importen. Das wird jetzt auch nicht so sein, dass wir in Zukunft bei Quantencomputing alles in Europa herstellen werden. Aber wir haben die Chance, sowohl wirtschaftlich als auch in so einer klassischen Resilienzfrage, woher beziehen wir eigentlich die Bauteile etc. wieder mitspielen können. Wieder mitspielen können, sage ich deswegen, weil, und das wurde ja gerade eben, Frau Hissmeier hat das ja angesprochen,
Sehr viel ist Europa in der Forschung mit dabei. Sehr viel geht auf europäische und auch deutsche Forschung zurück. Aber wenn wir jetzt mal irgendwie dran denken, weiß ich nicht, der MP3-Player, auch eigentlich eine oder vor allem das MP3-Format, auch eine deutsche Forschungsleistung, aber skaliert haben es am Ende dann andere. Also mein erster MP3-Player war ein Sony MP3-Player. So. Alles fair, alles schön und gut, aber gleichzeitig ist das tatsächlich jetzt, glaube ich, die größte Herausforderung, den Moment nicht zu verpassen, in dem Quantencomputing-Anwendungen, aber vor allem auch die zugrunde liegende Mechanik in irgendeiner Form skaliert werden kann. Skaliert werden muss gar nicht heißen, dass wir das jetzt alle irgendwie zu Hause haben, dass es in jedem Auto eingebaut werden wird oder so. Überhaupt nicht, sondern einfach grundlegend, dass auch eine Monetarisierung davon möglich ist, dass damit Geld verdient werden kann. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Wir stehen ganz gut da. Wir sind auf Platz 4 als, also als deutscher Nationalstaat, was die Veröffentlichungen angeht, wenn man so ein Nationalstaatsranking macht. Alles super cool, coole Grundlage. Du hast es ja auch gesagt, Julia, hier in Stuttgart und Ulm und Karlsruhe, Spitzenforschung zu dem Thema. Sie wäre noch ein bisschen besser, wenn die Fachkräfte einfacher einwandern könnten. Aber da versuchen wir auch gerade politisch dran zu arbeiten. Aber die Herausforderung wird sein, in dem Moment, in dem es, wie gesagt, an den Markt geht, den Anschluss an der Stelle nicht zu verpassen. Und da kommen wir, wer sich ein bisschen mit Innovationspolitik auseinandersetzt, auch in die üblichen Probleme. Dafür im Zweifelsfall Kapital zu bekommen für so eine Ausgründung ist halt leider in Europa deutlich schwieriger. Und das ist eine politische Herausforderung. Gibt die Baustellen, wo man versucht, das anzugehen. Aber wie gesagt, ich würde sagen, das ist noch lange nicht geschwätzt. Eine Sorge, wo die jetzt viel aufgegriffen wurde, und ich möchte da nochmal, also ja, ich verstehe die Sorge bei der EPA, aber auch die EPA muss geupdatet werden und also die elektronische Patientenakte, auch im technischen Standard. Ich glaube, und ich will das nochmal ausführen, wir werden es nicht ausschließen können, dass Daten grundlegend, persönliche Kommunikation, persönliche Informationen, heutzutage und in den letzten 10 Jahren gespeichert wurden und in Zukunft verschlüsselt werden. Und da müssen wir uns ganz untechnisch drauf einstellen, weil wir werden es nicht verhindern können. Es ist zu spät. Ende. Und die Amerikaner sind ehrlich gesagt noch der harmloseste Partner. Und ich meine, wir haben, sage ich jetzt mal so, die grüne Jugend hat lange Zeit ihre komplette interne Kommunikation über Telegram gemacht, weil man irgendwie der Meinung war, Telegram ist ja netter als WhatsApp. So. Inzwischen würde ich das niemandem mehr empfehlen. Inzwischen macht es die grüne Jugend auch nicht mehr. Ist aber egal, die Vorstandskommunikation einer kompletten Generation liegen auf Servern, wo ich heutzutage davon ausgehe, dass Russland Zugriff drauf hat. Das heißt, wir unabhängig von der Frage, wird Kryptografie in Zukunft geknackt? Kann man jetzt noch irgendwie updaten? Welche Daten werden jetzt noch gecrawlt sozusagen? Welche werden jetzt noch abgegriffen? Müssen wir einen gesellschaftlichen Umgang damit finden, wie wir damit umgehen, dass Dinge, die ich ursprünglich mal in einem vertraulichen Rahmen gesagt habe, in 10 bis 20 Jahren gegen mich als politischen Entscheidungsträger und dann nicht als ob man im Ausschuss für Digitales, sondern, also jetzt gar nicht mehr ich, sondern vielleicht auch Julia als dann vielleicht, weiß ich nicht, Landesministerin oder irgendwelche anderen EntscheidungsträgerInnen eingesetzt werden. Und wie das ablaufen kann und wie auch dieser Gap sich verschieben kann, haben wir einmal auch schon erlebt. Und das war, als Sarah Lee Heinrich zur grünen Jugendsprecherin gekürt wurde. Da wurden Tweets, obwohl sie ihre Timeline auf Twitter davor durchgegangen ist und gesäubert hat, waren Tweets von der Zeit, als sie 13 war, bereits gespeichert und wurden danach verwendet, um den Shitstorm loszutreten. Die waren auch scheiße. So. Aber eine 13-Jährige, 13, Sarah war vor 10 Jahren, 11 Jahren 13. Damals war die Twitter-Logik noch eine ganz andere. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wie sich eine Plattform nicht nur eine Plattform verändert hat, sondern wie sich auch der Vertraulichkeitsrahmen auch in der Wahrnehmung verändert hat und wie die Rolle der Person sich verändert hat. Und ich glaube, da müssen wir uns darauf vorbereiten. Und das sage ich jetzt so einfach, weil das ja leider nichts ist, was man irgendwie durch eine NIST-Ausschreibung lösen kann, sondern das kann man nur durch eine gesellschaftspolitische Debatte lösen. A,
Wie anständig ist es, solche Informationen zu veröffentlichen? Wie geht man damit um, wenn sie veröffentlicht werden? Und das ist was, was auch durchaus Progressive betrifft. Wie gehen wir mit Leaks um, die 10 bis 20 Jahre her sind? Und B, wie geben wir den Menschen die Chance, sich dann davon zu distanzieren und da auch die Aufrichtigkeit ihnen abzukaufen? Das ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe, die jetzt schon immens ist, die aber durch Quantencomputing, wenn es, egal wie breit es aufgestellt ist, je breiter es sozusagen funktionsfähig ist, je mehr es in die Breite Einzug erhält, immer komplexer werden wird. Und das ist, glaube ich, ja, eine der größten Gefahren, weil, und die allergrößte Gefahr dabei, würde ich sogar sagen, ist gar nicht so sehr, wenn wir dann mal wissen, okay, bei Telegram wissen wir, wer was da geschrieben hat, das ist irgendwie so und so, könnte das geleakt werden, das kommt wahrscheinlich von den Russen, das kann man sehr, sehr gut erklären. Wird trotzdem nicht einfach sein. Wenn irgendwann mal wir wissen, okay, Quantencomputing ist so ausgereift, weiß ich nicht, jede anständige Firma hat einen irgendwie bei sich rumstehen und damit kann ich die Chats von vor 10 Jahren auch auf Signal entschlüsseln. Okay, dann wissen wir auch das, können wir auch eine Debatte darüber führen. Große Gefahr, die ich sehe, ist tatsächlich, die NSA hat es im Keller stehen, aber nicht nur die NSA hat es im Keller stehen und redet nicht drüber, sondern die haben es im Keller stehen. Ich bin auch Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, die tatsächlich gerade Krieg gegen Europa führen, die gerade tatsächlich auf den unterschiedlichsten Arten versuchen, hier ja, Meinungsengineering zu betreiben und dann eben nicht transparent machen. Den Chat haben wir übrigens über die und die Wege bekommen und jeder weiß, naja, gut, das ist jetzt irgendwie damals vertraulich gewesen, heute nicht mehr, sondern die damit authentische, echte Inhalte ja, subversiv streuen können. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Problem. Und weil die Frage kam, unterscheidet sich auch von KI-generierten Inhalten. Weil KI-generierte Inhalte sind wir an dem Punkt, dass sie so weit verbreitet sind, dass wir A, über Regulierung das angehen können. Also die ganze Frage von Content Credentials, also das ist sozusagen ein Beipackzettel in den Metadaten oder ähnlich angehängt, sage ich mal vereinfacht, an KI-generierte Inhalte gibt und ich auch sehen kann, wenn die in irgendeiner Form eben nicht dabei sind und ich alle Anbieter, sei es Firefly oder sonst wen, die Bilder oder Videos manipulieren können oder ganz erstellen können, auch verpflichten kann, an diesem Content Credentials Verfahren teilzunehmen, da habe ich eine Möglichkeit, sowohl die Anbieter regulatorisch zu betreffen, als auch gesellschaftspolitisch, gesellschaftlich darüber zu diskutieren, zu sagen, Leute, wir müssen überlegen, wenn, heutzutage, wenn wir was sehen, was sehr authentisch aussieht. Mein Lieblingsbeispiel ist irgendwie dieser Hund, der von Sora veröffentlicht wurde, der da an dem Laptop sitzt und tippt. Super cute. Aber da muss man halt mal kurz nachdenken, kann das echt sein? Und dann merken wir, okay, ist ein süßer Hund, aber normalerweise können die nicht am Computer tippen. Das ist eine relativ einfache Kontextualisierung, die kriegt jeder hin. Aber brauchen wir vielleicht noch mal, wenn uns irgendwas komisch vorkommt, eine weitere Kontextualisierung. Das heißt nicht, dass es geschwätzt ist. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem funktioniert, über Desinformationskampagnen Leute zu diskreditieren mit gefakten Inhalten. Aber die Gesellschaft und wir alle können uns darauf einstellen und können darüber eine Diskussion führen, wo die Leute eine grundlegende Vorstellung davon haben, was möglich ist. Wenn aber meine Signal-Daten, wo mir jeder sagt, oder iMessage-Daten, wo jeder sagt, hey, die benutzen die neueste Kryptografie-Technologie und die werben damit, dass sie sicher sind, und jeder sagt dir, nimm das, weil es sicher ist, irgendwo geleakt wird, dann bin ich sofort der Meinung, es muss jemand im Chat gewesen sein. So, und wenn das dann noch irgendwie, also das ist klar, und dazu kommt noch, dass es dabei eben um authentische Inhalte geht. Das heißt, wenn jemand sagt, na, zeig mir doch mal den Chat, dann muss ich ja den Chat zeigen. Und ich glaube, das ist nochmal ein anderes Level. Nicht, dass ich die Gefahr um Desinformationskampagnen von KI kleinreden will. Ich glaube nur, da sind wir an einem anderen Punkt und haben eine andere gesamtpolitische Debatte drum. Genau. Und jetzt habe ich wieder mit den Risiken geendet. Finde ich immer doof. Ich finde es immer eigentlich schöner, die Chancen auch immer am Schluss irgendwie nochmal hervorzuheben. Ich glaube aber tatsächlich, das Ich kann ja gleich angesprochene, am Ende die Chancen für ja, NRW nehmen. sehr gerne, weil das, also ich habe eigentlich, glaube ich, nur noch das angesprochene NIST-Verfahren, das eben zeigt, dass wir in dem Fall durchaus
in der Entwicklung am Puls der Zeit sind und die Herausforderung eher Aber ist, schon das momentan. auszurollen, was aber bei Kryptographie ja eigentlich immer die Herausforderung ist. Genau, da kann ich super dran anknüpfen, weil das tatsächlich auch in NRW eine sehr, sehr große Herausforderung natürlich für die sehr heterogene öffentliche Verwaltung ein Problem sein wird. Wir haben noch sehr, sehr viele Fachverfahren aus ganz unterschiedlichen Zeitaltern. Ich habe neulich gelernt, manche laufen noch auf Mainframes. Das war noch vor meiner Zeit. Das sind teilweise über 30 Jahre alt, die noch im Betrieb sind, die zum Teil höchst sensible Daten verwalten. Und es wird schwierig werden, die auf den Stand der Zeit zu bringen. Das heißt, wir werden vermutlich eine Reihe von Neuentwicklungen sehen müssen, also einfach alte Programme zu ersetzen, um sie auf moderne Hardware, wo dann eben diese Verfahren auch wieder laufen, möglich zu machen. Wir werden zum Teil aber auch einfach sehen müssen, dass wir das, was wir haben, wieder anpassen. Und es wird eine sehr, sehr große Herausforderung werden, einfach weil es so viele, viele verschiedene Verfahren an vielen unterschiedlichen Stellen gibt, die von unterschiedlichen Menschen betrieben werden. Deshalb kann ich das, was Herr Professor Schwabe eben gesagt hat, dass es eine der größten Umstellungen sein wird, die wir in der Kryptographie erlebt haben, auch nur teilen. Es wird eine super große Herausforderung für die IT der öffentlichen Infrastruktur. Frau Hiesmeier. Um auch ein bisschen die Chancen zu zeigen. Ja, also es Wobei, ist, da wollte ich, okay. Ja. Gerne zuerst. Ja. Also, um noch ergänzend, um wieder zurück zu den Quantencomputer zu treiben oder zu kommen, es ist noch nicht klar, mit welchen physikalischen Systemen am besten ein Quantencomputer laufen wird. Oder auch anders formuliert, wir brauchen ja auch keinen universellen Quantencomputer. Es reicht ja, wenn einer gut ist in irgendetwas, was wir brauchen können als Anwendung von dem hier. Und da, glaube ich, stellen sich schon auch, was die Hardware und das Rundherum jetzt, große Chancen, weil A ist nicht klar, welches physikalische System wir machen. Und dementsprechend können wir ja auch unsere eigenen Systeme zusammenstellen, um das zu machen. Und damit können wir auch ein bisschen erreichen, dass wir unabhängiger werden von den anderen. Also ich denke, da stellt sich auch Chancen. Die klassischen Computer haben sich dann auf Chip und es gibt nur ganz wenige, die sich spezialisiert haben. Das ist durch die Globalisierung passiert und so weiter. Und jetzt sind wir natürlich dementsprechend abhängig. Also dieses Szenario könnte man auf alle Fälle noch ein bisschen anders minimieren, auf alle Fälle oder anders gestalten. Ich glaube, und das ist jetzt der Zeitpunkt natürlich dazu, auch wenn wir natürlich per se noch nicht wissen, welches System am besten sein wird, was aber auch die Chancen bringt, weil jedes System, so viel ich da den Überblick habe, ich beschäftige mich mit verschiedenen physikalischen Systemen, alle haben ihre Vor- und Nachteile, logischerweise. Ja. Und ein zweites Ding ist, was natürlich noch kommt, es ist auch nicht ganz klar, welche Algorithmen wir wirklich für einen Quantencomputer gut laufen lassen können. Das ist auch noch ein sehr offenes Gebiet. Also da ist auch noch nicht klar, was sich in Zukunft entwickeln wird von diesen Sachen. Da kann ich sehr, sehr gut einhaken, weil das ist auch eine sehr, sehr große Chance für NRW. Also in NRW haben wir beispielsweise am Forschungszentrum Jülich in der Exzellenzinitiative mit dem Cluster zum Quantencomputing, mit dem MPI für Sicherheit und Privatsphäre, dem Horst-Götz-Institut der Universität Bochum, die ja gerade auch den IT-Sicherheitsaspekt sehr, sehr stark machen, viele Innovationstreiber, die auch Deutschland und europaweit eine herausragende Stellung haben, die uns damit auch zukunftssicher eben aufstellen können und die uns eben dabei helfen, ist eben das Stichwort genannt, Tobias, digital souverän zu werden. Weil letztendlich müssen wir schauen, dass wir strategische Fehler nicht wiederholen, also schauen, dass wir die Technologie auch selbst entwickeln können. Da sind wir sehr gut auch dabei. Wir sind sehr gut auch bei den IT-Sicherheitsfragen dabei. Und das ist was, was für NRW oder auch für Deutschland als Standort natürlich extrem wichtig sein wird. Und ich glaube, dass wir da auch noch, dass wir da, ich glaube, für die Öffentlichkeit oft so ein Hidden Champion sind, weil die Leute gar nicht wissen, dass wir das in NRW haben oder dass wir es in Deutschland haben, dass wir da eigentlich gut dabei sind, weil das Thema noch nicht genug Öffentlichkeit hat. Und wie Tobias gerade sagt, bei KI sind wir jetzt an einem Punkt, da reden alle drüber, da können wir auch politisch einhaken. Aber bei Quantencomputing, das ist für viele noch ein Buch mit sieben Siegeln, obwohl es super viele spannende Anwendungen haben können wird, also beispielsweise neue Medikamentenentwicklung, weil wir ganz anders chemische Verfahren simulieren können oder weil wir Klimasysteme der Erde
besser simulieren können, kriegen wir ein tieferes Verständnis dafür, wie wir Klimafolgenanpassungen oder die Klimakrise aufhalten können. Also es gibt wirklich gute, wichtige Potenziale, aber es ist noch gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit angekommen. Und da helfen uns eben Standorte wie NRW oder Baden-Württemberg oder auch die Debatten, die wir darüber führen, einfach wirklich weiter und machen uns auch zukunftsfester an dieser Stelle. An dieser Stelle würde ich gerne in eine offenere Debatte übergehen. Das ist auch, glaube ich, sozusagen das, wo wir gerade auch aufgehört haben, sind die Risiken und Potenziale. Und die Frage ist jetzt sozusagen ein bisschen mal in die Runde, wie können wir denn auch einen gerechten Umgang damit sicherstellen? Weil wir jetzt ja sehen, Rechenleistung ist sehr unterschiedlich verteilt. Wir sehen, dass Wissen und Zugang dazu sehr unterschiedlich verteilt ist. Und die Frage ist ja, wie kriegen wir es hin bei einer Technologie, die so viel verändern wird, auch einen fairen Zugang für alle hinzubekommen? Gleichzeitig nehme ich auch wieder gerne Fragen im Chat oder auch per Meldung auf, auch von den Zuschauenden. Also genau, vielleicht immer auf die Frage, wie kriegen wir einen gerechten und fairen Zugang dazu hin oder was sind die wichtigen Dinge, anfangen möchte. Fangen Sie gerne an. Okay, ich wollte noch kurz was sagen zu dem, was Herr Bacherle eben meinte, von der Bedrohung, die auch entsteht, auch für Politiker, dadurch, dass zum Beispiel Informationen aus internen Chats, anderen Kommunikationen geleakt werden, die dann entschlüsselt werden können. Die Gefahr besteht mit ziemlicher Sicherheit, wobei ich glaube, es hilft da, sich einfach mal klar zu machen, dass wenn man mit jemand anderem schreibt, dass die Nachrichten erstmal bei der anderen Person unverschlüsselt auf dem Telefon liegen. Das ist wahrscheinlich der wesentlich kritischere Angriffsvektor als ein zukünftiger Quantencomputer, der es entschlüsselt. Also ja, dieser Angriffsvektor kommt dazu und für, also jetzt gerade Menschen, die extrem sicherheitsbewusst sind und sehr vorsichtig kommunizieren, ist das dann wahrscheinlich der relevanteste Angriffsvektor. Aber für den, sagen wir mal, Durchschnittsnutzer oder selbst etwas Überdurchschnittsnutzer ist es wahrscheinlich nicht. Genau, nichtsdestotrotz ist, glaube ich, der Punkt, dass es um den gesamtgesellschaftlichen Umgang damit gehen wird, super wichtig, weil wir werden uns genau diese Frage auch mit den Gesundheitsdaten stellen müssen. Also was passiert, wenn Gesundheitsdaten im größeren Stil geleakt werden? Und wir müssen immer davon ausgehen, dass es das passieren wird, auch wenn wir das eigentlich alle verhindern wollen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige die Debatte, die wir wirklich auch führen müssen, wie gehen wir damit um, wenn sensible Informationen geteilt werden. Und wenn man sich einmal anschaut, was beispielsweise im Umfeld digitale Gewalt passiert, dann oder beim unerlaubten oder unerwünschten Veröffentlichung von beispielsweise Nacktfotos, dann sehen wir oft so eine Täter-Opfer-Umkehr. Also warum hast du das Bild geschickt? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn wir keinen guten Umgang damit finden, dass es auch da wieder, warum hast du das überhaupt geschrieben? Und nicht die Frage ist, warum hat es jemand gestohlen? Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Debatte, die wir angehen müssen. Genau, ich habe jetzt einmal Herrn Moritz, Tobias, möchtest du gleich darauf reagieren? Dann habe ich einmal Moritz Dugge gesehen und dann Klaus Scholl. Wir können gerne erst die Fragen dann nehmen. Ich habe nur so Super. einen Punkt zu Fairness. Super. Dann erst Moritz Dugge und dann Klaus Scholl. Ja, danke. Ja, vielleicht einmal kurz, also ich bin auch Grüns Mitglied und ich bin auch Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft für Digitales und Medien, wo wir das Thema tatsächlich auch gerade vor 2 Wochen hatten. Insofern sehr interessant, dass das jetzt auch aus NRW kommt. Vielleicht kann man da in Zukunft auch nochmal zusammen mit der Bundesarbeitsgemeinschaft sich dran setzen. Finde ich sehr interessant. Ich muss einfach einmal sagen, ich fand das eine sehr tolle Diskussion heute Abend oder heute Nachmittag. Ich bin auch Informatiker und ich habe manchmal immer so ein bisschen Angst vor dem Buzzword Bingo. Also wenn Marketingleute solche Begriffe benutzen, um Dinge zu vermarkten. Das hatte ich heute Abend überhaupt nicht den Eindruck. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, also ich fand das sehr interessant, auch einige Aspekte, über die ich noch nicht so nachgedacht habe. Ich sag mal so, technisch habe ich mich schon immer mal wieder mit Quantencomputern beschäftigt, auch wenn das nicht mein Spezialgebiet ist. Da habe ich heute Abend nicht so viel dazu gelernt, außer dass man das in Chrome anscheinend schon anschalten kann, das Kaiba.
Aber also diese Auswirkungen, die wir auch dadurch sehen können, einfach, dass Quantencomputer die Kryptographie auf den klassischen Geräten brechen, das fand ich nochmal sehr interessante Gedanken, wohin das führen kann. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich trenne halt immer so ein bisschen in diesem Bereich, was wollen wir eigentlich wirtschaftlich erreichen und in der Forschung, ne, sozusagen, wo, und da geht es ja wirklich um Quantensysteme, ne, also darum, um die Physik, wie baue ich Quantencomputer, wie entwickle ich das weiter, und diesen anderen Bereich, was machen wir eigentlich auf den klassischen Computern jetzt? Und das ist ja ganz oft genau das, was eben die Zivilgesellschaft betrifft, was die klassische Sicherheit betrifft, und bis wir einen Quantencomputer in dem Sinne in der Hand haben werden, wird es vermutlich noch sehr, 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 sehr lange dauern. Und insofern wird das heiße Thema aus Sicht des Datenschutzes für Privatmenschen immer sein, wie machen wir mit den normalen Computern weiter, wie sichern wir irgendwie BürgerInnen-Daten bei Behörden und so, die noch nicht irgendwie durch Quantenphysik gesichert werden können, weil das halt noch zu teuer ist. Ne? Und also das finde ich sehr spannend, es hat mir sehr gut gefallen. Ja, wollte ich einfach mal sagen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank für die Rückmeldung. Klaus Scholl. Ja, danke erstmal für den oder die interessanten Vorträge und Statements. Ich habe was völlig anderes erwartet, bin aber sehr inspiriert von dem, was ich gehört habe. Ich bin auch Mathematiker und Informatiker und arbeite im Bundesamt für Soziale Sicherung, wo wir uns sehr intensiv oder wo wir sehr viele Gesundheitsdaten verwalten. Und was von Tobias Bachele eben gesagt wurde, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir sehr schnell anfangen, diese Diskussion in die Politik, aber eben auch in die Verwaltung zu tragen, damit wir ja nicht so eine vermeintliche Sicherheit aufbauen. Also ich kriege das heute mit. Ja, wenn wir das verschlüsseln, dann ist ja alles safe. Da sind wir mit Sicherheit weit weg von. Und bin allerdings ein bisschen skeptisch, weil wir haben es bei sozialen Medien nicht geschafft, diese ja durch Algorithmen entstandenen katastrophalen Folgen auch nur zu begreifen, geschweige denn einzudämmen. Und ich hoffe, dass wir bei diesem Thema, so wie beim KI-Thema, mal ein bisschen vor die Welle kommen. Also das wäre mir wirklich ein großes Anliegen. Ich danke deswegen auch insbesondere für die heutige Diskussion, werde das auch weitertragen, auch in die Verwaltung, weil ich glaube, das ist wirklich ein Thema, wo wir sehr schnell reinkommen müssen. Und wenn es möglich wäre, würde ich gerne auch im Nachgang den einen oder anderen ansprechen. Ich bin in einem Netzwerk in der Verwaltung, nennt sich Next. Da diskutieren wir solche Zukunftsthemen. Und ich glaube, das wäre wirklich mal ein wunderbares Thema, um das in die Verwaltung, da sind sehr viele IT-Leute aus der Verwaltung unterwegs, das da reinzutragen, dass wir frühzeitig die Diskussion anfangen. Danke nochmal. Und eine letzte Frage. Ich habe ja gelesen, wird aufgezeichnet. Wo kann man das später finden? Das ist mir bisher noch nicht so ganz klar. Danke. Die zweite Frage kann ich ganz rasch beantworten. Ich werde das auf meinem YouTube- und PeerTube-Kanal hochladen. Und dann können wir gerne an alle, die angemeldet waren, einen Link schicken. Erst Tobias, dann nochmal Herr Schwabe. Oder haben Sie vergessen, die Hand runterzunehmen? Nee, ich wollte dazu noch was gerade sagen zu den Gesundheitsdaten. Okay, dann machen wir einmal, ich glaube, erst Gesundheitsdaten, dann Gerechtigkeit. Und dann sehe ich Ingo Börnig. Okay. Also wenn es um die Verschlüsselung geht und das, was Quantencomputer brechen können, muss man ein bisschen unterscheiden. Es ist nicht so, dass Quantencomputer alle Kryptographie magisch brechen. In der Kryptographie unterscheidet man normalerweise zwischen symmetrischer und asymmetrischer Kryptographie. Bei der symmetrischen ist es so, dass wir auf beiden Enden den gleichen geheimen Schlüssel kennen. Das ist so das ganz Klassische, was schon Caesar auch verwendet hat. Und das heißt insbesondere, dass man in dem Fall ist, wenn man an sich selber verschlüsselt, also zum Beispiel seine Festplatte verschlüsselt, das verwendet man symmetrische Verfahren. Da haben Quantencomputer, werden die Angriffe auch verbessern, aber bei weitem nicht so dramatisch. Da würde ich mir vielleicht erstmal nicht die großen Sorgen machen. Spannend wird das in der asymmetrischen Kryptographie, wo wir entweder ein Schlüsselpaar haben, also einen öffentlichen Schlüssel, den alle haben können auf dem Internet, und um zu verschlüsseln, und dann hat man derjenige, der Empfänger, hat dann den privaten Schlüssel, den man zum Entschlüsseln braucht. Das ist so die eine große Anwendung. Die andere große Anwendung sind Signaturen, womit man sicherstellt, dass Dokumente wirklich von demjenigen oder derjenigen kommen, wo man halt glaubt, dass sie herkommen und dass die Dokumente nicht verändert wurden. Zum Beispiel bei Software-Updates oder eben
jetzt bei beim sicheren Web, dass man sicherstellt, dass der Server der richtige ist, mit dem man kommuniziert. Und das ist wirklich das, wo die heutigen Verfahren ganz massiv gebrochen werden und wo wir echt umstellen müssen. Einfach nur mal zur Erklärung, wenn die Gesundheitsdaten irgendwo verschlüsselt auf einer Festplatte liegen, solange die nicht übermittelt werden, und sondern da einfach nur liegen, ist das wahrscheinlich nicht das ganz große Problem. Vielleicht kurze Bemerkung, bei uns geht es sehr viel um Übermittlung. Okay, gut. Das ist das Problem, ja. Gut, ja, ich hatte schon fast befürchtet, aber ich dachte, ich erkläre das nochmal gerade. Vielen Dank für die Ergänzung. Tobias, dann habe ich Ingo Börnig, dann Wankenbruch und dann nochmal Moritz Kluge. Also erstmal kann ich mich dem Werbeblock für Next nur anschließen. Sehr, sehr gut und sehr grandios. Genau, wer in der Verwaltung tätig ist, glaube ich, sehr gutes Netzwerk, um die Motivierten zusammenzusammeln. Ja, genau. Genau, von dem her, der Werbeblock finde ich sehr unterstützenswert. Was ich noch loswerden wollte, was, glaube ich, extrem wichtig ist. Also das eine sind Forschungsmittel und auch so ein bisschen eine Frage der Gerechtigkeit im globalen Kontext, was aber auch in die digitale Souveränität reingeht. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass am Ende wir nicht plötzlich einen Schub also eine Marktfähigkeit von Quantencomputing bekommen und dann nur sehr wenige damit umgehen können. Also die Logik, also es ist ja eine probabilistische Programmierlogik auch, und es ist natürlich irgendwie ganz toll, dass IBM das jetzt auch freischaltet und man damit rumspielen kann. Aber A, die Reichweite davon und B, die Hürde sind eben noch relativ hoch. Und sowohl in der globalen Gerechtigkeitsfrage als auch in einer in der Frage, was ist eigentlich die Chance? Wir können damit nur gut umgehen, wenn wir auch genug Leute haben, die damit umgehen können. Und deswegen, glaube ich, müssen wir frühzeitig auch diese neue Programmierlogik, und ich bin ganz ehrlich, da hört dann irgendwann auch mein Verständnis sozusagen auf, aber die müssen wir trotzdem in die Breite bringen. Also es muss die Möglichkeit geben, sowohl Orte zu finden, an denen, wo ich das ausprobieren kann, als auch Begleitung zu finden, die mich da heranführt. Damit wir in dem Moment, wo es in irgendeiner Form mehr Anwendungen gibt, auch mehr Leute haben, die damit umgehen können und nicht nur die, die im IBM-Umfeld waren. Und IBM ist jetzt noch der Best Case, sagen wir wirklich mal im Ernst, weil sie A, das offen zur Verfügung stellen, also offen in Klammern, die haben natürlich trotzdem ein Anrecht, auch die Erkenntnisse teilweise davon zu nutzen, vor allem die Erkenntnisse über ihren Quantencomputer natürlich, aber B, eben auch deren Angebot tatsächlich rauszubringen und andere Angebote auch zu schaffen. Und last but not least, damit wir nicht in den Punkt kommen wie bei KI, dass wir Rechenleistung irgendwie haben zwar, ja, aber nur so wenige, dass der einfachste Weg an Rechenleistung eigentlich ist, zu den großen Konzernen zu gehen, da ein Praktikum zu machen und seine Modelle durchrechnen zu dürfen. Weil das A, die Standards für jegliche Entwicklung in die Hände der großen Big-Tech-Firmen setzen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie plattes Big-Tech-Shaming machen, aber es sind halt einfach nur 5 große Konzerne und keiner davon sitzt in Europa. Punkt. Und da müssen wir, ja, glaube ich, einfach sicherstellen, dass dieser Zugang in der Breite gewährleistet ist. Super, danke dir, Tobias. Valentin Bruch als nächstes. Nee, Entschuldigung, es war, glaube ich, Ingo Börnig zuerst, Entschuldigung. Kann ich ganz kurz machen, weil Tobias hat eigentlich genau einen wichtigen Punkt jetzt nochmal angebracht, den ich auch bringen wollte. Das Ganze ist, wie bringen wir es in die Breite? Also auch ich beschäftige ein bisschen mich damit. Und das Problem ist, es ist natürlich wirklich eine völlig andere Art zu programmieren und auch eine völlig andere Art, Algorithmen zu schreiben. Aber das alleine reicht es nicht, weil die Anwendungen, die tatsächlich eher zu erwarten sind, eher aus einer fachlichen Domäne kommen. Und dann braucht man einen ganz anderen interdisziplinären Ansatz. Also als mit einem Informatik-Background ist es extrem schwer, vernünftige Anwendungen für Quantencomputer zu bauen. Deswegen weiß ich nicht. Deswegen denken wir über Kryptographie nach, obwohl das, glaube ich, eines der schwierigsten Probleme ist, die ein Quantencomputer in der jetzigen Ausgangsstufe tatsächlich angehen kann.
Also ja, zukünftig schon, aber Shors Algorithmus ist 30 Jahre alt und wir sind da noch nicht wesentlich weitergekommen. Allerdings, wenn wir uns an Simulationen in der Chemie oder in der Physik denken, dann liegen die wahrscheinlich ein bisschen näher. Weiß ich, oder Optimierungsproblem oder sowas, aber wo viel Domänenwissen drin ist. Und da ist es nämlich wichtig, dass man wenn man an die Chancen denkt, eigentlich dafür sorgen müsste, dass in der Wissenschaftscommunity eben eine breitere Diskussion über das Nutzen von Quantenrechnern und die Forschung daran verstärkt wird. Das fände ich schon noch ganz spannend, ja. Vielen Dank. Den Punkt habe ich mir auch gleich notiert. Das nehme ich auf jeden Fall mit in meine Gespräche dazu. Dann Valentin Bruch und dann Moritz Zuge. Dann sehe Ja, ich von auf die mir. Redeliste an Frau Wiesmeier noch. Dann würde ich auch in eine Abschlussrunde mit dem Referenten gehen. Dann auch von mir erstmal vielen Dank für den Input. Kurz, mein Hintergrund ist theoretische Quantenphysik. Da habe ich promoviert. Hatte da auch schon mit Quantencomputern zu tun. Ich würde kurz zur Kryptographie sagen. Da müssen wir uns auch bewusst sein, an welcher Stelle wir da jetzt ansetzen können. Denn ich glaube, wir müssen hauptsächlich ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man zum einen auf Kryptographie achten muss und worauf man jetzt schon achten muss. Und das heißt nicht, dass die Leute verstehen, was Quantenkryptographie ist oder was Postquantenkryptographie ist, sondern mein Eindruck ist eher, dass Leuten bewusst sein muss, dass es Standardisierung gibt und dass es sie braucht oder dass sie entwickelt wird, dass es sie teils noch nicht gibt. Und dass man eine gewisse Modularisierung wahrscheinlich noch braucht, um das Ganze vernünftig anwenden zu können. Denn was ich aktuell gerade jetzt in der Verwaltung als Status quo mitbekomme, ist, dass sensible Daten per Fax geschickt werden oder unverschlüsselt per E-Mail. Also muss man schauen, welcher Stelle man ansetzt. Also klar kommunizieren und dieses Bewusstsein schafft. Ich müsste aber auch noch mal kurz zur strategischen Perspektive was sagen. Wir haben, sagen wir mal, beim Bereich Quantenkryptographie den Anschluss an China, naja, je nachdem, wen man fragt, vielleicht noch oder vielleicht auch schon verloren. Denn die sind uns in einigen Bereichen bereits voraus. Und an anderer Stelle sehen wir auch, dass zum Beispiel bei Quantencomputern sehr viel Entwicklung und vor allem sehr viel Investitionen stattfinden außerhalb von Europa. Es gibt mit dem Quantum Flagship zwar einiges an Geld, was auch in die Forschung fließt, aber da muss uns bewusst sein, dass das Risiko besteht, dass wir genauso abgehängt werden. Man sieht aber auch, also ich habe über 3 Jahre in der Lehre zu Quanteninformationstheorie in der theoretischen Physik auch gearbeitet und habe mitbekommen, dass es ein sehr großes Interesse zum Beispiel von chinesischen Studierenden und WissenschaftlerInnen gibt an dem, was hier erforscht wird. Ich finde den wissenschaftlichen Austausch sehr gut, aber es muss uns bewusst sein, dass das, was wir hier erforschen, was freie Forschung ist, dass das weltweit genutzt wird. Trotzdem würde ich dafür plädieren, dass wir, um diesen fairen Zugang, der ja auch gefordert wurde, zu bekommen, diese freie Forschung stärken und auch langfristig stärken, sodass wir diese Entwicklung hier in Europa vorantreiben können. Denn erst dann ergibt sich überhaupt die Möglichkeit für einen fairen Zugang. Den Zugang in der Breite, den sehe ich nicht als akutes Problem, weil wir tatsächlich erstmal bei Fachanwendungen sein werden. Und erst wenn sich dann daraus Anwendungen ergeben, die auch nutzbar sein werden, können wir genauer sagen, wie ein Zugang in der Breite aussehen kann. Das ist meine Einschätzung. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann habe ich noch erst Moritz Dohm und dann Frau Hiesmeier. Ja, danke schön. Ich habe gerade noch mal eine Sache, die mir eben auffiel zu dem Beitrag von Peter Schwabe. Also ich sagte ja schon, ich habe mich so ein bisschen mit Quanten, dem Thema Quantencomputing bis hin zu Postquantenkryptographie beschäftigt. Bin nicht wirklich ein Experte, aber diese Unterscheidung zwischen symmetrischer und asymmetrischer Kryptographie erwähne ich schon immer in breiteren Debatten gar nicht mehr. Weil, ja, es ist, glaube ich, schwierig, das zu trennen. Ich bin Informatiker, ich habe auch teilweise als Administrator gearbeitet. Und wenn man zum Beispiel über Festplattenverschlüsselung redet, ist es ja heutzutage auch oft modern, dass man die Festplatte gar nicht mehr mit einem Passwort oder mit einem Hardware-Token sichert, sondern dass das BIOS die Signatur des Betriebssystemkernels kennt. Und Signatur, also sprich, auch da benutzen wir für die Festplattenverschlüsselung schon wieder asymmetrische Kryptographie. Also wie soll man sagen, diesen Hoffnungsschimmer, dass die symmetrische nicht betroffen ist, das erwähne ich an der Stelle schon immer gar nicht mehr.
Ansonsten kam mir eben noch mal ein Gedanke, also ich finde es sehr schön, diesen Gedanken eigentlich zu sagen, wir müssen das in die Breite tragen, diese Fähigkeit auch mit Quantencomputern umgehen können zu können und die programmieren zu können. Also weil mir auch als Informatiker sehr klar ist, dass man da doch noch mal sehr anders denken muss beim Programmieren, als wenn man jetzt, sag ich mal, Java programmiert oder so. Ich habe selber so ein System noch nicht programmieren können. Ich fände es sehr spannend, mal damit rumzuspielen. Und was ich weiß, was finde ich immer toll in Deutschland funktioniert, ist, dass wir tatsächlich auch so eine gewisse Kultur haben, wo Leute einfach interessiert sind, gerne damit arbeiten, Dinge ausprobieren. Das sind oft Studenten, aber wo ich sowas zum Beispiel auch erlebe, sind so zivilgesellschaftliche Organisationen, wie der Chaos Computer Club. Und ich bin Mitglied beim Chaos Computer Club, ich spreche aber nicht für den. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man zum Beispiel bei solchen Organisationen anfragt, dass da vielleicht auch Interesse ist, wenn man das Angebote macht, solche Quantencomputer nutzen zu können, die vielleicht irgendwo für viel Geld bei einer Uni stehen, dass man die mitnutzen kann, wenn man mal abends sozusagen dort zusammensitzt und mit interessierten Leuten sich mit dieser Technik auseinandersetzt. Das finde ich eine sehr schöne Idee, weil ich glaube, so kommen auch viele Leute an technische Themen heran. Zumindest ist es das, was ich immer tagtäglich abends im Chaos Computer Club sehe, dass so viele Leute sich gerne mit neuen technischen Themen wie auch KI oder 3D-Druck, wir haben da extra 3D-Drucker und Lasercutter rumstehen, weil das auch nichts ist, was sich jemand privat leistet, aber sowas hat der CCC dann auch schon angeschafft. Das funktioniert gut, um Leute an sowas ranzuführen. Ansonsten wollte ich nur noch mal einmal ganz spezifisch fragen, weil mich das eben tatsächlich so ein bisschen mitgerissen hat. Ich habe gerade mal geschaut, also man kann ja anscheinend Postquantenkryptographie in Chrome und in Firefox, also speziell Kaiba, wohl über eine Konfigurationsoption schon anschalten. Vielleicht würde mich tatsächlich interessieren, ich glaube, Peter Schwabe hatte das erzählt, was da so der Stand ist. Also das ist ja, das fühlt sich ja eigentlich positiv an, dass das schon so nah am praktischen Einsatz ist. Was fehlt noch, damit die Browser das in der Standardeinstellung verwenden? Wie lange können die Browser das schon? Können Sie da eventuell noch mehr sagen, wie es da praktisch gerade aussieht? Ich würde vielleicht jetzt einmal noch Frau Hietzmeier dran nehmen, weil das wäre genau die Frage, was gibt es jetzt konkret zu tun und was sind die nächsten 2 Schritte, wäre genau das für die Abschlussrunde, was ich mir aufgenommen hätte. Also perfekte Frage zur Überleitung. Frau Hietzmeier. Ja, also ich hätte 2 Punkte zu ergänzen. Das eine, ich komme natürlich aus der Forschung und Forschungsgelder sind sehr, sehr schwierig zu bekommen. Das ist sehr, sehr schwierig in Europa wirklich an Projekte ranzukommen. Wir haben in Österreich Gott sei Dank auch einen Schwerpunkt, Quantum Austria und so weiter. Aber trotz alledem ist das etwas, was uns vergleichsweise, wenn ich jetzt an China oder Amerika denke, dass dann da viel stärker, sehr schnell viel Geld zur Verfügung steht für solche Sachen. Das ist sicher eine Stellschraube, die man verwenden kann. Was die Breite betrifft, scheint das jetzt in Österreich auf alle Fälle Fahrt anzunehmen. Die Fachhochschule Technikum Wien wird ab September zum Beispiel einen Quantenmaster anbieten, wo genau Leute ausgebildet werden in diesen neuen Quantentechnologien, eben auch mit der Programmierung und so weiter. Und was hier auch angesprochen wurde, ist, dieser Themenkomplex ist definitiv einer, der sowohl Physiker betrifft, weil die physikalischen Systeme noch entscheidend sind, aber auch ganz stark Informatiker. Und seit quasi Beginn mit Corona habe ich auch zusammen mit der Fakultät für Informatik eine Lehrveranstaltung gemeinsam. Wir machen jetzt jedes Seminar. Wir haben jetzt auch ein Praktikum, wo wir eben genau den jungen Informatikstudierenden beibringen, was so ein Quantencomputer kann, um eben auch, weil wir gerade bei der Entwicklung sind, so einer Programmiersprache. Man muss halt ganz anders denken. Also es ist echt nicht, wenn man auf einem klassischen Computer programmieren kann, hilft einem das für einen Quantencomputer überhaupt nichts. Da sind wir gerade an der Entwicklung bei diesen Sachen drinnen. Und ein wichtiger Punkt, den die Politik auf alle Fälle leisten, ist, die starke Fragestellung ist, wie viel wird öffentlich und wie viel muss sozusagen geheim gemacht werden? Weil momentan passiert so, wir forschen relativ viel an den Sachen, wir haben auch Fortschritte und wir publizieren das auch und das ist auch vollkommen richtig. Aber profitieren oder an den Markt bringen, braucht man normalerweise viel mehr Geld und das wird in der Regel eben dann von anderen übernommen. Also das hieß auf alle Fälle irgendetwas, wo man stark drüber nachdenken muss, wie schafft man eben den Zugang, dass möglichst viele Leute sich damit beschäftigen kann, dass es möglichst öffentlich ist und das wollen die meisten von uns natürlich auch so haben. Aber andererseits ist eben auch dieser Sicherheitsaspekt bei diesen Sachen dabei.
Und da muss die Politik eigentlich eine Lösung finden dazu. Oh, vielen Dank. Das nimmt schon Teile von dem, was ich zum Abschluss sagen wollte, quasi vorweg. Das ist super. Genau, mit Blick auf die Zeit zum Abschluss. Eine kurze Frage nochmal an unsere drei Referentinnen. Was gibt es jetzt ganz konkret zu tun? Also das ist der nächste Schritt, den wir tun sollten. Was ich auf jeden Fall für NRW mitnehme, ist die Frage, wie bringen wir Kompetenzen beispielsweise in der Programmierung in die Breite und wie kriegen wir auch ein Bewusstsein für IT-Sicherheitsfragen, Verschlüsselungen, aber auch die gesellschaftliche Debatte in die Breite. Vielleicht fangen wir einmal bei Tobias an, dann Herr Professor Schwaben und Frau Dr. Hiesmeier. Ja, auf der einen Seite die Zentren, die es ja teilweise schon gibt, wo man Quantencomputing irgendwie spielerisch oder einfach lernen, erfahren und heranführen kann, weiter fördern und weiter ausbauen. Das Ganze natürlich auch in den digitalen Raum bringen, dabei die Forschung anständig unterstützen, aber vor allem, und das ist, glaube ich, meine größte Sorge, Ausgründungen anständig unterstützen und nicht nur Ausgründungen unterstützen. Ich glaube, wir haben sehr gute Accelerator und gute Startup-Zentren an vielen Unis, aber bei Quantencomputing reden wir von hohem Kapitaleinsatz und deswegen der Dauerbrenner VC nach Europa zu bekommen. Und ich glaube, ich habe jetzt, also es ist jetzt nicht grüne Position, aber ich fände es extrem wichtig, wenn wir einen auch staatlich unterstützten Risikofonds einrichten würden. Dankeschön. Herr Professor Schwabe. Ich denke, was wichtig ist, ist sicherlich Forschung zu fördern, Forschung in Europa zu fördern, aber dann auch dafür zur Sorge zu tragen, dass die Forschung nachher oder die Ergebnisse verfügbar sind, auch für die Öffentlichkeit. Also es wäre irgendwie schade, wenn nachher es ein paar Quantencomputer gibt und die nur in den Händen von irgendwie Big Tech stehen, die dann letztendlich Kontrolle darüber haben, wer wann wie darauf Zugriff bekommt, für was. Oder vielleicht noch bei ein paar Geheimdiensten, wo man dann überhaupt keinen Zugriff mehr drauf bekommt. Es wäre schon sicherlich schön, wenn da die Kompetenzen und auch die Entwicklungen so sind, dass man aus öffentlichen Geldern irgendwann da dran kommt. Ob man jetzt da die Milliarden jetzt einsetzt, um an der Entwicklung ganz vorne mit dabei zu sein, ich weiß es nicht, was der sinnvolle Einsatz von Geld ist, aber ab einem gewissen Punkt, sodass es zumindest für Universitäten, für Forschungseinrichtungen und auch für, sagen wir mal, die breite interessierte Gesellschaft möglich ist, darauf zuzugreifen. Wir werden keine Quantencomputer zu Hause unterm Schreibtisch stehen haben. Ich mache jetzt mal eine Prognose, in meiner Lebenszeit nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich in meiner Lebenszeit noch irgendwann Zugang irgendwann bekommen soll. Dankeschön. Vielleicht noch einmal ganz kurz die Frage, die eben noch kam, nachdem, was ist das Hindernis, dass es gerade noch nicht im Browser drin ist? Ist es auch eine Frage von Kompetenz, von Geld oder woran hängt? Nein, das passiert jetzt. Also Browser sind relativ einfach. Das sind relativ wenige Anbieter. Also das ist Firefox, das ist Google, das ist Brave, das ist Microsoft, die auch noch viel Technologie sich noch teilen. Google Chrome und Firefox haben es jetzt schon eingebaut. Das ist aber so ein bisschen noch in einem experimentellen Stadium. Also bei Google ist es so, bei Default verwenden die, glaube ich, erst im Augenblick für 2% der Verbindungen, wenn es von beiden Endpunkten unterstützt wird. Also der Browser unterstützt es dann und wenn man dann mit einem Cloudflare oder Google-Server verbindet und wahrscheinlich noch ein paar anderen, dann hat es eine 2% Wahrscheinlichkeit, dass es genutzt wird. Man kann das generell einschalten, das habe ich eben für die Demo gemacht, dann wird es immer verwendet in so einem Fall. Ich habe jetzt mit einem Kollegen bei Cloudflare gesprochen, die haben ungefähr 50 Millionen TLS-Verbindungen pro Sekunde. Davon sind ungefähr 2% mittlerweile mit Kyber, also ungefähr 1 Million pro Sekunde. Also es ist schon nicht ganz schlecht. Und das wird jetzt kommen, sobald die Standards geschrieben sind, dann werden die auch umstellen von Kyber auf MLChem. Das ist dann der Standard. Da sind nochmal ein paar Kleinigkeiten, die von ist auch geändert wurden. Die machen es inkompatibel. Das ist, also ich gehe davon aus, dass das bis Ende des Jahres deutlich über 2% sind. Dann alle Webserver auf der anderen Seite umzustellen, ist natürlich ein deutlich größerer Aufwand. Also Google und Cloudflare kontrollieren einen ganz großen Teil des Marktes, aber bis alle Administratoren auf TLS 1.3 umgestellt haben, zum Beispiel, im gesehen Land NRW läuft noch auf TLS 1.2, da wird es sowieso nicht unterstützt. Das heißt also, da ist noch was mehr zu tun auf der anderen Seite. Dankeschön. Frau Dr. Hiesmeier. Ja, also ich würde mich schon raustrauen, mit der Kollegin Schwabe, zu sagen, dass es vielleicht auch sogar Quantencomputer bei mir zu Hause am Schreibtisch geben wird, ja, weil
Auch die Entwicklung der klassischen Computer war wahnsinnig schnell. Hätte auch niemand gedacht. Und wenn wir daran denken, das Smartphone ist auch noch nicht alt, ja, wenn wir genau nehmen. Ja? Also die Entwicklungen können schnell und rasant gehen, müssen natürlich nicht gehen. Ja? Also unterschreiben würde ich es nicht. Da wäre ich eher vorsichtig, aber wir können gerne wetten. Ich mag historisch falsch liegen. Wir können gerne wetten, ja. Ja, gerne. Können wir gerne aufnehmen. Ja, also die Entwicklungen sind rasant. Wir können sowieso nicht in die Zukunft schauen, obwohl das unsere Aufgabe natürlich ist, aber im Prinzip können wir das nicht. Ja, alles, was wichtig ist, eben Ausbildung, keine Frage, Räume schaffen, wo Leute spielen können mit den neuen Sachen, das brauchen wir immer, ja, weil sonst kann sich das nicht entwickeln. Nachdem das Programmieren von Quantencomputern, wie hier angesprochen ist, ist echt verrückt, es funktioniert nicht so wie für klassische Computer. Das heißt, wir brauchen wirklich die jungen Leute ranzubringen, weil die dürfen nicht schon ein gesetztes Mind haben, sozusagen wie wir, dass sie irgendwie so angehen, eine Funktion gibt irgendeinen Wert weiter und so weiter. Es muss echt was Neues daherkommen und das schafft meistens die neue Generation, also gerade diese auch zu fördern in diesen Sachen. Und ich glaube, das wird auch passieren, weil es einfach Spaß macht und also die Ausbildung ist auf alle Fälle da. Die Forschung ist natürlich wichtig und braucht die Unterstützung, weil anders kann Forschung nicht funktionieren. Und es muss eben so in Hand gehen, dass wir einerseits wollen wir schaffen, glaube ich, in Europa, dass wir öffentlich das machen, dass jeder Zugang dazu hat, dass jeder von dem was haben kann. Auf der anderen Seite müssen wir halt auch irgendwie schauen, wie das Ganze in Europa eben bleiben kann oder genützt werden kann, in dem Sinne, dass auch wir das in Europa nützen können und nicht die Großen und wir nachher zahlen müssen dafür, wie es eben mit den vielen anderen Sachen passiert ist. Also das sind sicher die Herausforderungen, die sich momentan stellen. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist eben gerade an der Hardware, stellen sich da eben, es ist nicht klar, welche physikalischen Systeme wirklich gut sein werden oder verschiedene. Und hier ist Europa auf alle Fälle auch führend, dass wir verschiedenste Sachen probieren. Und es muss ja nicht die Lösung sein, die IBM verwendet. Es muss nicht die Lösung sein, die Google momentan verwendet. Es gibt ja auch andere Lösungen da. Also so gesehen kann man da auch vielleicht auch sehr optimistisch bleiben. Super, vielen, vielen Dank. Dann bleibt mir an der Stelle nur noch Danke zu sagen an unsere ReferentInnen für die Inputs, für die vielen guten und konstruktiven Fragen in der Diskussion. Es hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Und ich wünsche Ihnen und euch allen noch einen schönen Abend. Danke, dass Sie und ihr da wart. Danke, tschüss. Danke sehr. Für die Orga und die spannenden Inputs. Darf ich vielleicht noch, Herr Schwabe, darf ich Sie noch was fragen? Browser sind das eine. Wissen Sie was, wie es so bei bekannten Open-Source-Bibliotheken aussieht? Also insbesondere Curl wird ja auch in ganz vielen Industrieprodukten eingesetzt. Gibt es da schon Pläne oder brauchen wir da die staatliche Open-Source-Förderung, muss sie da mal rangehen, dass wir da auch Postquantenunterstützung kriegen? Das ist eine interessante Frage. Ich noch einmal ganz kurz habe ich mir also, wie es aussieht, im Postquantenzusammenhang. Müsste ich gucken, welche Bibliothek die verwenden für die, also welche TLS-Bibliothek. Sind die gelinkt gegen OpenSSL? Wahrscheinlich, oder? Müsste ich mir angucken. Es gibt jetzt aber auch einige Initiativen, die in dem Zusammenhang was tun. In der Linux Foundation gibt es jetzt die Post-Quantum Crypto Alliance, die also da auch einige Dinge tut. Da kann man sich zum Beispiel auch ein bisschen reinhängen. Ich bin da auch ein kleines bisschen beteiligt. Das ist in erster Linie Douglas DeBila von der University of Waterloo in Kanada, der sich da sehr engagiert, um einige der Lösungen weiterzuentwickeln und auch dafür zu sorgen, dass die da zum Beispiel auch da landen. Also Curl konkret, muss ich einen Blick drauf werfen, was die verwenden. Habe ich ja nicht drauf geschaut. Ich habe gerade mal apt-show-lib-curl eingegeben und er sagt OpenSSL. Okay, also es gibt mittlerweile einige Forks von OpenSSL. Das ist zum Beispiel libOQS. Das ist eine Erweiterung von OpenSSL, unter anderem von Douglas DeBila. Das ist auch genau jetzt in der Post-Quantum Crypto Alliance drin. Da sind die Post-Quanten-Algorithmen drin implementiert. Dann wäre es wahrscheinlich relativ einfach, sag es mal, gerade wenn man OpenSSL 3 nimmt und hat die OpenSSL 3 Provider, dann kriegt man die relativ elegant, glaube ich, da rein implementiert und muss dann halt
muss natürlich dafür sorgen, dass Köln das auch verwendet. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass der Aufwand jetzt nicht wahnsinnig hoch ist. Die Implementierungen gibt es. Das ist wahrscheinlich so jemand, der sich mit der Curl-Codebase gut auskennt. Wahrscheinlich so ein guter Tag programmieren oder so. Auch da lese ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Wahrscheinlich ist es nachher ein bisschen mehr. Also finde ich sehr spannend, weil wie gesagt, ich habe auch als Administrator schon gearbeitet und für die Perspektive ist das immer sehr interessant und andersrum für die Frage, wo der Staat noch mehr Open Source fördern muss, weil es ja heutzutage einfach auch in allen Produkten drinsteckt, von der Fritzbox bis zum Auto. Ja, danke. Ja, klar, gerne. Vielen Dank, finde ich auch nochmal einen spannenden Hinweis, weil aus zwei Gründen. Zum einen, wenn man sich das Tetra-Protokoll anguckt, was ja auf dem letzten CCC-Kongress auch diskutiert wurde, war es ja eines der letzten proprietären geschlossenen Protokolle mit wirklich großen Sicherheitslücken, weshalb ich den Ansatz von NIST, das offen zu machen, auch so wichtig finde und da wirklich halt die Fachcommunity draufschauen zu lassen. Und zum anderen, weil wir natürlich auch immer wieder einen stärkeren Einsatz von Open-Source-Software in der öffentlichen Verwaltung fordern und das ist auch immer super spannend. Dankeschön. Da ist ja übrigens, weil Sie das eben erwähnten, mit den ganzen spannenden Dingen, die in NRW passieren, da gibt es jetzt auch das Zentrum für digitale Souveränität hier in Bochum, die sich ja auch genau in dem Zusammenhang sehr reinhängen. Wir hatten ein sehr cooles Treffen mit denen auch vor einiger Zeit. Also, ach, sehr cool. Ja. Das ist super. Echt gut. Gut. Dann sind wir an sich am Ende. Okay, dann einen schönen Abend noch. Ja. Wiedersehen.